Schauspielerinnen und Schauspieler sind sowohl Rückgrat als auch Gesicht unserer kulturell wichtigen, aber auch sensiblen Film- und Bühnenkultur. In diesem Bewusstsein pflegt der Bundesverband Schauspiel eine enge Vernetzung mit Politik, Sendern, Behörden, Filmgesellschaften und Theatereinrichtungen. Politik kann Spaß machen, wenn man sich auskennt. Wenn man weiß, wo man ansetzen muss. Und wenn man nicht wehrlos ist. Genau deshalb gibt es den BFFS. Genau deshalb haben wir seit Jahren konstruktive Vorschläge, statt rumzujammern. Wir haben nicht nur politisch erreicht, sondern auch. Es ist ja so, Ideen haben wir alle. Aber manche Ideen sind einfach symptomatisch für eine Zeit und reif. Und dann braucht es jemanden, der sie pflückt, wie eine reife Pflaume. Und das, lieber Michael, das warst du. Lieber Michael, ich erinnere mich noch gut an unsere erste Begegnung 2006. Du kamst mit Hans-Werner Mayer damals in meine Kanzlei noch in der Friedrichstraße. Nach kurzer Begrüßung fragtest du erstmal nach einem Aschenbecher. Als der auf dem Tisch stand und die erste Zigarette loderte, legtest du los. Also folgendes: Ich bin der Vorsitzende, Hans ist mein Stellvertreter. Wir haben einen Schauspielverband gegründet. Wir wollen erstmal nicht streiken, wir kommen denen anders. Nehmen Sie das Mandat an. Aber das ist typisch, das ist Michael. Und allen Unkenrufen zum Trotz hat er es mit seiner Kraft und Stärke geschafft, Menschen einzusammeln, dass wir diesen Verband gegründet haben und dass wir all das seit 12 Jahren erreichen können. Ja, du hast es geschafft, uns wie eine Horde Rindviecher zusammenzutreiben, damit wir endlich mal unsere Kräfte bündeln. Im Namen der Schauspieler danke ich dir. Das ist eine einmalige Tat, aber als Kollege und als Freund verfluche ich dich. Wir sind schon Chaotenhaufen, ich meine, darf man ja auch nicht vergessen. Lieber Michi, ich darf da sagen, du nennst mich nämlich auch immer Mäuschen, was ich im Übrigen sehr mag. Außerdem bist du in einem gewissen Alter, du darfst das. Von mir gibt's jetzt keine besonders rührseligen oder lustige Anekdoten, denn wir teilen uns den Vorstandstisch erst seit knapp 2 Jahren. Aber ich möchte dir von Herzen Danke sagen für deine starken Arme, die mich hier im Vorstand empfangen haben, für dein offenes Ohr und auch für deine ruppige, brummelige, liebevolle Bärenart. Du nennst nämlich die Dinge beim Namen, du bist unkompliziert und wenn was scheiße ist, dann ist das auch mal scheiße. Und das schätze ich sehr an dir. Heute, 12 Jahre später, ist eine Menge passiert, eine Menge Gutes. Erstens, du hast dir diese furchtbare Qualmerei abgewöhnt. Zweitens, was den Schauspielverband angeht, der BFFS ist mittlerweile der größte Berufsverband in der Film- und Fernsehbranche. Er ist wichtiger Verhandlungspartner im Tarifgeschäft und er hat sich politisch eine Stimme erkämpft. Vielen herzlichen Dank, Michael. Es ist wirklich richtig geil, was du für uns, mit uns geschaffen hast. Mein Gott, kann man den nicht einfach nur drücken? Ich möchte ihn einfach nur drücken, Michael. Du bist der größte Pflaumenpflücker, den ich kenne. Und ohne dich gäbe es diesen großen Pflaumenbaum BFFS nicht. Und dafür werden wir dir ewig dankbar sein. Also, mach's gut. Du wirst mir sehr fehlen. Dein Mäuschen. Ja. Ja, ja. Der Michael. Wenn der Michael sich was vorgenommen hat. Ja, wenn der sich mal was in den Kopf gesetzt hat. Oh, Mensch, schon falsch. Was? In den Kopf hast du gerade gesagt. Ja, in den Kopf, ja. Der setzt sich nichts in den Kopf. Nicht? Nein, der setzt sich nie was in den Kopf. Der hat einen Kopf, okay, der hat einen Bumskopf. Aber ich meine, der macht alles aus dem Bauch. Immer so aus dem Bauch. Ja. Bum, 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 bum. Das stimmt, aber weißt du, egal wo er sich hinsetzt, wenn der sich da was reinsetzt, dann ist das wie eine Naturgewalt, ja? Wie so ein Regen, wie so ein Sturm, musst du schnell abhauen. Klingelt Micha Brandner, geh da bloß nicht ran, ist das Michael Brandner? Renn weg, wenn du kannst. Wenn du's nicht beherzigst, spricht er dich gleich an. Und wenn du denkst, du kannst auch,
daran. Wenn du glauben willst und du weißt nicht warum, Michael Brandner, Michael sagt es dir dann schon. Michael Brandner! Wer ist Michael Brandner? Er packt alles an. Was will Michael Brandner? Fairness, Recht und Fahren. Er hat eine große Klappe. Er fragt nie, ob nur wahr. Sein Herz ist größer. Alles schließt sich an. Wenn du glauben willst und du weißt nicht warum, Michael Brandner, Michael sagt es dir dann schon. Sag es dir dann schon. Ja, meine Damen und Herren, wer ist Michael Brandner? Das ist doch klar, Mann. Ohne ihn säßen wir doch alle gar nicht hier. Er hatte die Idee, diesen Verband zu gründen. Er hat Ideen, haben viele. Hier sitzen hunderte von Schauspielern, tausend Ideen. Aber so eine bescheuerte Idee und diese Idee auch noch durchsetzen, das ist Michael. Das ist Michael, ja. Ohne ihn, ich meine, aber sagen wir mal ehrlich, er hat uns damit reingezogen. Ja, reingezogen ist nett auch formuliert. Ja. Aber er hat sich nicht lumpen lassen, er hat mitgemacht. 12 Jahre lang hat er mitgemacht. Er ist dabei. Im Vorstand, jawohl. Michael Brandner. 12 Jahre war er unser großer Vorsitzender. Ja. Unser Vorsitzender, unser Kapitän. Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt geht der Kapitän von Bord. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, oder sagen wir die traurige, hat Hans schon gerade erwähnt. Die gute ist, also Michael, die schlechte ist die Michael. Michael wird halt bei dem nächsten Vorstand, die nicht mehr angehört, das ist seine Entscheidung. Wir werden bald einen neuen Vorstand wählen und er will dann nicht mehr dabei sein. Das ist die traurige Nachricht. Die gute Nachricht ist, er hat mit seiner Idee und so, mit seinem Bauchgefühl so viel durchgesetzt für uns. Ja, heute habe ich zum Beispiel erfahren, dass die Vereinigung, die Verschmelzung von Synchronschauspielerverband und dem Bundesverband Schauspiel eingetragen ist im Vereinsregister. Wir gehören jetzt zusammen, wir sind noch mehr. Jawohl! All das hat Michael mit auf den Weg gebracht. Und die gute Nachricht ist eben, es wird ohne ihn auch weitergehen. Ja, Heinrich, das muss es aber auch. Ja. Das muss es. Und wir wollen dich nicht gehen lassen, Michael, ohne dir... Oh, jetzt bin ich gerührt. Scheiße. Man kann ihn nicht reden. Ohne dir für deine historischen Verdienste, ohne dich dafür zu ehren, mein Lieber. Michael, komm auf die Bühne. Komm mal hoch. Wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken, Michael. Ja, denn wir wollen dir danken für die schlaflosen Nächte. Für die zusätzliche Arbeit. Für die 1000 E-Mails. Für die vielen Konflikte. Für den ständigen Ärger. Für die nächtlichen Telefonkonferenzen. So, und jetzt frage ich euch. Moment. Und jetzt frage ich euch, darf ich einen Gewerkschaftsboss mal knutschen? Ja! So. Mein Lieber, weißt du, wie man das nennt, was du hast? Ja, weißt du, sag mal. Keine Ahnung. Das nennt man einen weiten Horizont. Ja. Einen weiten Horizont und deswegen hat sich der BMFS entschieden, mit vollem Herzen, mit ganzem Herzen, Ihnen einen Sonderpreis zu geben, anlässlich des Deutschen Schauspielpreises. Das ist der Preis. Der weite Horizont. Aber wer mich erkennt, weiß, hinterm Horizont geht's weiter. So, Michael, die Bühne gehört dir. Die Bühne gehört dir. Danke. Vielen, vielen Dank. Setzt euch wieder, bitte.
Ja, grundsätzlich mal gibt es da eins zu sagen. Wir werden ja eigentlich für unsere Dünnhäutigkeit bezahlt. Aber um in diesem Beruf durchzukommen, brauchen wir eigentlich ein dickes Fell. Das ist leider so, ja. Und die Idee war, der ganzen Schauspielerschaft eine Stimme zu verleihen. Das war die Idee, dafür zu sorgen, dass wir ein bisschen weniger frieren, wenn wir wieder einmal an der Straße stehen und den Daumen raushalten, in der Hoffnung darauf, dass uns jemand mitnimmt ins nächste Stück, in den nächsten Film, in das nächste Abenteuer. Und ich kann nur sagen, es ist warm. Weiter so. Wir haben das hingekriegt. Danke.